Hinter uns sieht man das Hochschulgebiet von der Stadt Zürich. Das war heute Thema im Kantonsrat und es soll massiv ausgebaut werden. Das Ziel ist der Neubau von einem Universitätsspital und Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Uni und ETH in diesem Gebiet. Das ist eine gute Sache. Das Projekt ist aber aus Sicht der Grünliberalen absolut ungeeignet. Es wird ein massiver Riegel angebaut, unten am Hangfuss wird die Abgrenzung vom Hochschulgebiet zum Quartier fördern und der städtebaulich ungenügend. Dementsprechend haben wir einen Rückweisungsantrag eingereicht, damit wir sicher sind, dass gute Lösungen möglich sind. Damit könnte der Park verschoben werden, es könnte die Trennstrasse einer repräsentativen Adresse ausgebaut werden, wie sich für die Stadt Zürich gehört hat. Und es gibt einen vernünftigen, zeitgemäßen, städtebaulich attraktiven Neubau vom Unispital. Leider hat der Kantonsrat deren Idee nicht Folge leisten und hat sie abgelehnt. Dementsprechend wird jetzt hier ein Projekt realisiert, wo städtebaulich ganz klar im Engel aufweist. Wir werden jetzt weiterhin versuchen, mit Minderheitsanträgen dort entsprechende Korrekturen vorzubringen, sind aber leider nicht so optimistisch, dass es gelingen wird.